Ist vielleicht nicht die beste Idee. Ich bin hier sicher, ich bin hier sicher, ich bin hier sicher. Wollte ich nur einmal machen. Mom's Pearl. Ich habe in irgendeinem meiner Parts falsch gesagt, dass dieses Item sorgt, dass mehr Seelenherzen droppen. Das Item sorgt dafür, dass mehr Items droppen von Mom. Und das finde ich doof. Verdammt, nicht aufgepasst. Ich hätte gern meinen Laser wieder. So, bitte? Laser? Und noch mehr Geld. Und ganz viel Schlüssel. Oh mein Gott, was soll ich mit so vielen Schlüsseln? Da ist übrigens der Arcade-Raum. Und da ist noch ein Raum, wo ich rein möchte. Und Fliegen rauskrieg. Juhu. Und ein Arcade-Raum. Was soll ich denn im Arcade-Raum? Den Haufen kann ich noch kriegen, ja. Sonst brauche ich nichts mehr. Also das nenne ich Glück. Danke. Bloodbag, HP Upgrade. Jetzt sehen wir auch richtig schön teuflisch aus, das gefällt mir. Und das Gute ist, ich brauche mich jetzt nicht mehr um die Fliegen kümmern, weil ich drei Begleiter habe, die mich herumfliegen. Und ich habe noch Fliegen, die die anderen Fliegen wieder töten. Bitte gib mir das Item. Dankeschön. Das hat sich doch auch schnell gelohnt. Das will ich nicht mehr haben. Pille. Ranger. Und die nehme ich trotzdem wieder mit. Das läuft doch richtig gut jetzt. Ich bin begeistert. Wir haben, glaube ich, zwei Lebensupgrades schon bekommen. Das dritte liegt noch oben links in der Ecke. Oben links? Doch, oben links. Perfekt. Unser Item ist auch wieder einsatzbereit. Dich mag ich nicht. Dich will ich nicht. Das ist ein Health-Up, oder? Wow. Richtig gut. Richtig gut. Ja, ihr könnt mir jetzt auch nichts mehr. Ich habe keine Lust auf euch. Haut einfach alle ab. Da ist der super Geheimraum. Hey. Gut, dass die Fliegen so langsam sind jetzt. Wow, was eine Kettenreaktion. Wir gehen jetzt erst in den super Geheimraum und kriegen da noch ein heiliges Herz. Das heißt, ich werde das jetzt einsammeln. Sofort zurückgehen zum Shop und das andere heilige Herz holen. Und dann bin ich genauso weit wie vorher. Beziehungsweise dann bekomme ich auch mein volles Herz. Das ist richtig cool. Aber wenn ich jetzt sterbe, wäre das ärgerlich. Dann bin ich wieder auf ein Herz zurückgesetzt aufgrund des Nine Lives Item. Och nee, das wäre so schlimm. Obwohl, ich habe One-Up eingesammelt. Damit aktiviert sich das One-Up vorher. Tada! Und wir haben volle, Quatsch, volle Leben. Ja, volle Leben haben wir auch jetzt, aber wir haben jetzt auch ein... Nein, das möchte ich nicht mitnehmen. Und den Schlüssel wollte ich auch nicht haben. Ach, egal. Wir haben jetzt volle Leben und vier Herzen bekommen in der Ebene. Vier Herzcontainer. Irgendwie so. Richtig krank. Richtig krank. Gut, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt zum Kampfraum. Oh, oh. Obwohl, das macht ja gar nichts. Stimmt, ganz vergessen, ich kann ja fliegen. Wir gehen trotzdem in den Kampfraum, weil ich wissen will, was da drin ist. Ich hoffe immer auf gute Items. Man ist ja optimistisch. Auch weg. Das war knapp. Auch weg. Ach du Scheiße. Das würde ich mal sagen, ich habe mein Item gut genutzt. Sehr gut. Puh, etwas Anspannung gerade, weil gegen die Gegner habe ich dann doch keine Lust. Ich hoffe mal, dass sich in den nächsten Räumen noch ein paar Gegner befinden. Genau. Genau so. Perfekt. Münze, Münze, Schlüssel, weiter geht's. Hier auch noch Gegner? Ja, natürlich sind noch Gegner. Ich meine, ich spiele hier doch Eisenbeinigen auf Isaac. Hier sind da immer Gegner. Fast immer. Zumindest wenn ich spiele, sind da immer Gegner. Sie gönnen mir den Sieg nicht. Und auch nicht mein Geld. Und auch nicht meine Bomben. Und meine Schlüssel. Also für einen normalen Run wären diese Stats echt toll. Was ab pro Stats.
Ja. Maximum Schaden, Maximum Range Up und fast Maximum Tiers Up, glaube ich. Oder umgekehrt. Auf zum Boss. Hallo, ich bin's. Isaac. Ja, das wird jetzt, glaube ich, richtig spaßig werden. Inwiefern spaßig, weiß ich noch nicht. Aber ein bisschen spaßig wird es bestimmt machen. Ja. Ist einfach nur hin und her laufen. Aua. Ha, die können mir gar nichts. Ja, ich würde sagen, der Run wird, aua, relativ gut werden. Da brüllt sie nochmal rum am Ende. Was soll denn das? Range up, Mom's Heals. Und noch ein Seelenherz. Und wir gehen weiter. In die vorletzte Ebene. Ich bin sehr gespannt, wie ich mich jetzt hier durchquälen werde. Ich hoffe, ich brauche nicht allzu lange. Ja, ich opfere ein Schüssel und zwei Schüssel bekommen. Das ist ganz okay. Die sind alle weg und sind auch nicht so schlimm. Boah, ich kann überall rüberfliegen, wie gut. Ich könnte schon so lange nicht mehr richtig fliegen. Das wäre auch geklärt. Ich weiß gar nicht, warum ich in diese Richtung gehe, weil da hinten ist nur so ein blöder Raum. Und mit blöder Raum meine ich wirklich blöder Raum. Nämlich der hier. Aber ich möchte einmal reingegangen sein, damit er auf der Karte nicht mehr als unbesucht dasteht. Geheimraum, genau. Geheimraum erhält Geld. Beinhaltet. Ich möchte nach oben gerne weiter raus. Ich könnte aber kurz hier gucken. Da ist nichts. Gut. Gegner. Zack. So, das wäre geklärt. Und... oh Gott, den großen mal. Ach, die können nicht durch Steine durch. Das gefällt mir ganz gut, weil dann kann ich mich auf die Steine stellen und bin sicher. Wie langweilig. Das wäre ja schon zu einfach. Ich könnte echt nicht drauf, obwohl ihr fliegen könnt. Das wundert mich ja gerade so ein bisschen. Ist das ein Bug oder soll das so? Hm. Gute Frage. Egal. Du bist auch kein großes Problem jetzt. Hoffentlich. Außer ich lasse mich natürlich... ich stelle mich blöd an, sagen wir es so. Wenn ich mich blöd anstelle, dann bist du ein Problem. Sonst nicht. Hm. Ja, geht doch. Ich dachte, ich treffe den gar nicht mehr. Halt, stopp, mitnehmen. Den Raum hatten wir doch gerade schon mal. Warum nochmal? Seelenherz bekommen und wir machen den weg, machen die weg, machen das weg und machen das weg und wir können Bombsaki. So machen wir das. Das war, glaube ich, eine schlechte Pille. Jetzt müsste es inzwischen eine gute sein. Ich hatte gerade Lust drauf. Das war einfach voll unnötig, aber es hat Spaß gemacht. Könntest du mal bitte die Bombe fressen? Das machst du auch sonst immer. Warum machst du es heute nicht? Ach, geht doch. Danke. Monstro, hey! Nein! Okay. Die beiden teilen sich die Lebensanzeige, ne? Aua. So. Ich habe ein Herz verloren. Und ein Seelenherz. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist einfach zu viel Schaden im Moment. Ich hoffe auch, dass ich jetzt... Moment, eine Sache will ich eben überprüfen. Den Supergeheimraum. Ist der hier? Müsste hier sein. Hm, nein. Dann werde ich
gleich noch da drüben gucken. Beziehungsweise jetzt hier unten. Ja, da ist der Supergeheimraum und der beinhaltet eine Kiste mit. Wow, das ist der schlechteste Supergeheimraum, den ich hier bekommen habe. Das muss man sich mal vorstellen, da gibt man sich die Mühe, diesen Supergeheimraum in tagelanger Arbeit rauszusuchen und da sind da Fliegen drin. Oh, da wäre ich aber richtig mad, richtig mad. Gut, so. Also die Räume wiederholen sich langsam so ein bisschen. Vorteil an dem ist, der wird sich jetzt selbst gleich sprengen. Zum Beispiel jetzt, hoffentlich. Genau. Das Herz nehmen wir natürlich mit. Gehen nochmal hier rein und treffen auf den Raum. Und ich renne einfach rein. Stirb doch endlich, danke. Dann hat mir das eingesammelte Herz auch richtig viel gebracht. Ich habe es genauso wenig Leben wie vorher. Naja, wenig. Man kann es auch übertreiben. Ich habe nicht wenig Leben. Aber es könnten noch ruhig mehr sein. Puh. Die wollte ich eigentlich nicht haben. Danke. Sehr gut. Ja, ich mache das auf die traditionelle Art. So. Und zum Boss. Loki 2. Mensch, Loki, ging's dir nicht so gut die letzten Tage? Du hast dich ja richtig aufgerissen hier. So. Okay. Das ging fix. Das ist nicht Brimstone. Brimstone sieht anders aus. Das Item würde dafür sorgen, dass ich mehr Schaden mache. Mark oder so heißt das. Will ich aber nicht haben. Deswegen gehen wir jetzt erstmal weiter und hoffen, dass wir die letzte Ebene überstehen. Mit so vielen Leben und diesem Item sollte das eigentlich kein Problem sein. Außer man trifft auf so eine Scheiße. Gut, ja, was soll ich jetzt auch großartig erzählen? Ich glaube, der Run ist jetzt eigentlich so gut wie gelaufen, im Großen und Ganzen. Außer ich stelle mich jetzt noch blöd an, die letzten paar Räume. In den Arcade-Raum gehe ich nicht mehr, da habe ich keine Lust zu. Da gibt es auch irgendwie für mich nichts mehr zu holen. Ui. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Heute ist Samstag. Es ist 2:30 inzwischen. Noch was zu erzählen? Wie war euer Tag denn so? Ja. Tatsächlich. Okay. Doch schon so spannend. Also nee, meine Tage sind nicht so spannend. Das ist doch schon eine Besonderheit. Was ist normal für dich? Okay. Hey, wir haben noch ein Item gekriegt. Was ist das denn? Na toll. Hä? Das bringt's mir leider überhaupt nicht. Da war ich lieber das. Oh. Mist. Kann es sein, dass der große Strahl von dem Auge mein. Ich gehe direkt zum Boss, ich habe keine Lust. So. Mit dem Item, was ich habe, sollte das überhaupt kein Problem sein. So, die sind weg, die sind weg, die sind weg. Ja, ich hab eigentlich gerade gewonnen. Ich wollte einfach nur die ganze Zeit hier draufhalten. Habe ich eigentlich Verfolgungsbomben, wenn ich jetzt das Item aktivieren würde? Mega Fetus has appeared in the basement. Juhu, wir haben es geschafft. Und das nach ungefähr 50 Minuten, wie ich gerade sehe. Ja, okay. Dann würde ich mal sagen,
Wir sind durch. Wir gehen in die Kiste. Ja, und wir haben den 25 Cent Münze freigespielt. Gut. Das war's wieder mit einem weiteren Run The Binding of Isaac. Diesmal in Challenge-Form. Ich hoffe, es war ganz unterhaltsam, wie wir die Gegner alle weggesprengt haben. Ich warte immer noch auf den Tag, wo ich mal ein paar andere Gegner treffe. Also die meisten haben wir jetzt ja schon gesehen. Aber solche wie... Na, hier sieht man sie jetzt nicht. Auf ein paar Bosse hätte ich gerne mal gesehen gehabt. Na, die hatten wir alle schon mal, die hier sind. Hier, der Eyeblob da unten. Hatten wir noch nie. Manche von den Superbossen hatten wir auch noch nicht. Ah, Super Mini-Bossen. Hier, die hatten wir schon alle mal. Gertie, ja, Gertie, natürlich. Monstro 2 und Loki hatten wir sowieso. Widow und Pin auch. Hier, da von denen wird es interessant. Die beiden hatten wir schon mal. The Bloat weiß ich nicht. The Hollow hatten wir definitiv schon. Headless Horseman und Gertie Jr. auch schon. The Carrion Queen und The Wretched. Das sind so Gegner, bei denen ich immer... Oh ja, The Mask of Infamy. Richtig böse. Teratoma hatten wir noch nicht. Daddy Long Legs weiß ich gerade nicht. Und Mom... Natürlich hatten wir Mom. Blöde Frage. The Fallen und Satan. Ja, haben wir auch schon. Skorlex, den hatten wir noch nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mom's Heart, na klar. Und Isaac. So Leute, der Part ist rum. Ich werde mich jetzt gleich ein Schneiden setzen. Die nächsten 5 Tage sollten wieder abgedeckt sein mit Folgen. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Und bis zum nächsten Mal, euer Katen.